Und damit herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Ja, heute wieder mit einem Update-Video. Vornherein entschuldigt die Geräusche draußen, aber ich muss das Fenster auflassen, da es sehr warm heute ist hier. Den kann es ab und zu Geräuschen draußen kommen. Ich will jetzt auch direkt anfangen mit dem Update. Und zwar beginnen wir mit einer Sache, die ich bekommen habe für eine Box. Weil die Box an sich ist kein Update. Besitze ich schon länger, sondern nur diese Sache, die in dieser Box enthalten ist, und dazu komme ich jetzt. Und zwar die Geschichten aus der Gruftbox. Aber um die Box an sich geht es nicht, sondern was sich hier drin befindet. So habe ich hierzu erhalten. Endlich. In dieser Box waren dann nur die CDs drin. Das Booklet dazu. Hier haben wir nämlich ein paar Screenshots hier hinten. Beziehungsweise Bilder. Hier ein schönes Cover und dann haben wir hier, was mir gefehlt hatte, Entstehung. Und hier hatten wir die Episodenübersicht für jede Staffel. Jede Disc ist hier aufgelistet, was für Episoden sich hier drauf befinden. Hat man hier noch ein bisschen Cast, Regisseure und Stars, bisschen hier aufgelistet, was man hier so finden kann. Ein paar Fakten noch dazu, bekannte Regisseure und Autoren, Preise und so. Und hier hinten ein Artwork. Ja, so ein schönes, relativ dünnes Booklet mit Kapitel Guide, ne? Was ist Episoden Guide? Jetzt hier in die Box rein. Aufgepimpt. Die wird auch nochmal upgegradet auf das Mediabook, aber darum geht es jetzt nicht. Das wird das Update hier auch nicht hinkommen. Das ist einfach nur diese Sache hier halt, ne? So, Geschichten aus der Gruft, das Booklet. Kein richtiges Update. Jetzt fangen wir mit dem richtigen Update an. Da sind nur zwei Blu-rays, dann starten wir mit den Blu-rays. Und zwar Halloween 5. Habe ich aber schon auf DVD, deswegen die weg. Hier reicht da die DVD nämlich. Kommt ein bekannter. Ja, Halloween 5. Sieht dann hier aus. Ja. Halloween 5, ja, der Film war okay. Stellenweise sehr, hat sich sehr gezogen. Der vierte war auf jeden Fall besser. Aber es ist Halloween halt, ne? Michael Myers geht da nicht immer. Ja, Halloween 5, die Blu-ray. Hongkong Court. Dann zu einem Film. Kommt bald wahrscheinlich auch ein neues Format rein. Und zwar Out-of-Print-Filme. Und zwar ist es eine Blu-ray mit in einem Film mit Matthew McConaughey, Killer Joe. Hier die Uncut-Version ist vom Regisseur von The French Connection und Der Exorzist, also William Friedkin. Das hier ist ein, ja, wie unten, wie hier steht, gnadenloser, schmutziger Neo-Noir-Thriller mit überwältigendem Matthew McConaughey. Hier geht es eigentlich um einen Sohn und seinen Vater, die Mutter umbringen wollen, beziehungsweise umbringen lassen, und heuern dann den Killer Joe an, gespielt von Matthew McConaughey, der sie töten soll, für ihre Vermächtnis da halt, wie auch immer man das nennt, hier 50.000 Euro sollen die bekommen, Dollar. Und ja, dann heuert er den halt an, das hat aber einen Haken, er will nämlich eine Sicherheit, weil sie das Geld nicht sofort zahlen können, und dann fängt der Film an. Ist ein cooler gemachter Noir-Film, wie hier schon steht. Mit einigen etwas härteren Szenen und perverseren. Und ja, ist sehr gut gemacht. Spannend inszeniert. Matthew McConaughey spielt, wie gesagt, wirklich sehr cool. Das einzigste Manko ist das Ende, das ist ja offen. Aber dazu sage ich nichts. Das hier Ganze ist veröffentlicht von E1, wie die Firma heißt. Ich weiß, dass sie ein paar Serien rausgebracht haben. Eine BioJK-Freigabe, keine schwere Jugendgefährdung. Geht 102 Minuten und Extras haben wir Interviews mit den Darstellern und dem Regisseur. Das war's. Gesagt, ein cooler Film hier auf Blu-ray, wie gesagt. Günstigen Preis erworben. Das ist auch sehr teuer gehandelt. Das letzte Mal habe ich ihn für 30 gesehen. So sieht es von innen aus. Leider wieder so eine dicke Hülle.
Ich weiß auch nicht, was das soll, aber es ist halt so. Hinter ist natürlich nichts. Das Bild ist top. Kann man nicht meckern. Guter Ton. Ja. Killer Joe. Empfehlenswert, definitiv. Macht Spaß, der Film. So, bevor wir zum nächsten kommen, trinke ich eben noch einen Schluck. Dann kommen wir zum nächsten. Kleiner Fail leider. Im Laden. Nee, privat bekommen. Umsonst, da die Edition hier sehr abgegriffen ist. Derjenige sich das upgraden wollte. Deswegen kann ich darüber hinwegsehen, dass die Edition so zerramscht ist, aber gekauft hätte ich es nicht. A Better Tomorrow. Trilogie. Sehr am Glänzen hier. Von John Woo. Die Filme habe ich auch schon gesehen. Super. Worum es hier geht, kann man eigentlich nicht genau sagen. Das ist jetzt nicht so auf die Schnelle, ohne zu spoilern. Ich kann einfach sagen, sind geile Actionfilme aus Hongkong. Mit viel Geballer. Sehr blutig. Heroic Bloodshed. Hier geht es um Freundschaft, Loyalität. Die Filme sind sehr spannend. Sind ruhig erzählt. Es ist nicht nonstop Action. Der dritte ist richtig schwach gewesen. Puh, der hat sich so gezogen, aber die ersten beiden sind mega. Das war ein Laser Paradise. Ich hoffe, man kann es irgendwie erkennen, aber das ist hier so blendet, ist halt blöd. Ist ungeprüft hier das Ganze. Die Edition. Ich zeige, was da so am Arsch war. Hier, der Schuber. Naja. Holen wir es raus. Ist ja ein Digipack in einem Schuber. Hier sieht es so aus. Von der Seite. Oh, hier ist auch ein riesiger Cut drüber. Da hat so irgendeiner. Naja. Dann schauen wir rein. Ja, das ist das große Problem hierbei. Das ist schon wieder herausgefallen. Aber stabil scheint es auch nicht zu sein. So. Hier war eigentlich ein Artwork. Was jetzt natürlich nicht hier ist. Mit dem Schuber hier weg, damit man es besser sehen kann. Dahinter gibt es auch ein Problem. Es kommt gleich. Das war hier. Ja, das Booklet war irgendwie hier drin festgeklebt. Ich weiß nicht, wer sowas macht. Auf jeden Fall geht derjenige nicht sehr gut mit seinen Filmen. Haben wir hier Teil 3. Der Film heißt Love and Death in Saigon. Ja, dann kommen wir hier zu Teil 2. Der ist der beste der Reihe. Für mich ist auch am meisten Action. Chow Yun Fat spielt hier mit. Super gut. Hier der erste, wenn man ihn sehen kann. Zündet er sich eine Zigarette an mit einem Dollarschein. So ist der Eindruck. Sehr unscharf, aber ist eigentlich ganz schick gestaltet. Guck dir das mal wieder rein. Hier haben wir den dritten. Wie gesagt. Den zweiten. Bild ist auch relativ gut. Außer bei Teil 3, da war das wirklich grottenschlecht. Bei 1 zu 2 ist es aber sehr gut ausgefallen hier. So. Hinten ist was ab, das habe ich in die Schublade gepackt. Aber kann man eh nicht viel erkennen. Hier haben wir ein Booklet. Trilogie. Das hier aus ist eigentlich ganz schick gestaltet. Dass nicht so am Arsch wäre. Hier haben wir den ersten, Teil 2, City Wolf genannt. Noch ein paar Poster davon. Ja, also eigentlich eine schöne Box, aber hier leider zerramscht. Aber umsonst, warum nicht? Die Filme wenigstens mal gesehen und weiß, dass sie mega sind, werden auf jeden Fall noch abgegradet irgendwann. Entweder auf die gleiche Box oder die Mediabox, die leider Bootleg sind, aber die Labels nicht, Labels es nicht gebacken kriegen, ist halt so.
muss man halt dazu greifen. Glaube ich, noch indiziert, der Film hier. Beschlagnahmt, ich glaube, irgendwie sowas. Meiner aber ist immer indiziert. Wieder rein hier. So. A Better Tomorrow. Also zu dem Film, top. Jeder, der was für Action übrig hat und für Asia-Filme, dieser Film hier. Ich weiß, diese Filmreihe ist top. A Better Tomorrow. Emotional. Loyalität, wie gesagt. Freundschaft und so weiter und halt Action. Sehr schöne Filmreihe. Die Better Tomorrow Trilogie. Also, dann kommen wir wieder zu einem Out-of-Print-Film, den man aber relativ, ja, günstig ist was anderes, aber den man noch so für um die 20 bekommen kann. Ist ein Slasher, meine ich, obwohl Online Mystery steht, aber ich sage einfach mal, es ist ein Slasher. Das ist ein 80er, ich glaube von 1980 oder 81. Und zwar ist es Ab in die Ewigkeit, heißt auf Englisch Happy Birthday to Me. Kennen vielleicht viele mit so einem Cover, mit so einem Schaschlik-Spieß im Mund. Wurde auch für Gutterballs benutzt, für ein Cover. Sie sind zu der blutigsten Party des Jahres eingeladen. Ist aber kein brutaler Slasher, ist eher auf Atmosphäre aus, aber das schafft er gut. Muss nicht immer Härte sein. Ich bin das einmal gesehen, die Story. Irgendwie überlebt sie einen Unfall. Die Hauptdarstellerin leidet unter Gedächtnislücken und traumatischen Blackouts und dann versucht sie ihr normales Leben wieder aufzunehmen. Aber ihre Freunde werden nacheinander alle auf brutalste Weise abgeschlachtet. Und dann versucht man halt herauszufinden, wer ist der Mörder. Darum geht es in dem Film eigentlich. Grob gesagt. Ist wie gesagt alles sehr atmosphärisch gemacht und auch sehr spannend. Gehalten, guter Soundtrack. Effekte gibt es auch, sind aber nicht allzu heftig. Ist aber, wie gesagt, auch nicht die Intention des Films. Er ist nicht auf Gewalt aus, was er auch nicht haben muss. Er funktioniert so, wie er ist, perfekt. Atmosphäre ist, wie gesagt, sehr dicht. Hat hier eine FSK 16 Freigabe. Läuft hier 106 Minuten und Extras haben wir hier nichts drauf. Ist von Sony bzw. Columbia TriStar. Aber das ist eigentlich Sony. Also ich kann für jeden Slasher-Fan empfehlen eigentlich. Ja, auf atmosphärischer Slasher steht. Der ist hier richtig. Hier das Innenleben der DVD. Ja. Wenn du die DVD hier in schwarz. Aber was schön ist bei diesen alten Auflagen hier. Und hier noch so ein. Kapitelblättchen. Hier hinten haben wir dann die Kapitel. Ein paar Screenshots übrigens. Hier die Kapitelauswahl. Schick, schick. Netter kleiner Einleger. Ja. Happy Birthday to me. Guter Slasher. Kann ich, wie gesagt, empfehlen. Ist hier nochmal richtig. Ja. Ab in die Ewigkeit. So, zum nächsten Film ist auch wieder, würde ich sagen, etwas bekannter unter Genrefans, und zwar Strangeland, beziehungsweise Dee Snyder's Strangeland. Zwischen Sieben und Schweigen der Lämmer liegt Dee Snyder's Strangeland. Hier die ungeschnittene deutsche Fassung. Nicht die Unrated, ist nur die R-Rated, aber ja, ich würde sagen, die Unrated brauchen wir nicht unbedingt. Das sind mehr Einstellungen, wie die Nadel in den Körper eindringt zum Beispiel. Das ist eigentlich alles. Folterschmerzen da. Ich weiß nicht, wie ich diesen Film bezeichnen soll. Fetischfilm ein bisschen. Obwohl, darf man sich jetzt nicht zu krass vorstellen. Ist halt so, geht halt um diesen Personenkult, Körperkult, Schmuck,
Beziehungsweise Schmuck, sondern Tattoos. Ist das Bein übrigens. Und ja, so also ein Detective ist dem Typen auf der Spur. Und anscheinend irgendwie so ein Dee Snider spielt so einen Typ im Internet, der immer Weiber zu sich nach Hause lockt, beziehungsweise Frauen. Und sie dann foltert, also sie gilt als Serienmörder hier. Robert Englund macht die auch mit. Kleine Rolle. Genau, hier steht auch: Auf der Suche des Wahnsinns, Mördern in einem Sumpf aus brutalen Ritualen, perversen Praktiken, folgt von einer unnachgiebigen Bestie, die von Dee Snider verkörpert wird. Macht er sehr gut. Sonst, ja, ich weiß sonst auch nicht, was ich zum Film sagen soll. Ist jetzt kein Splatterfilm, ist auch auf Atmosphäre eher aus, aber hat auch ein paar Effekte zu bieten. Ist auf jeden Fall ein guter Film. Hat hier eine Spio-JK strafrechtlich unbedenklich bekommen. Wahrscheinlich wegen der Thematik. Und läuft 83 Minuten. Ich glaube, bei dem anderen habe ich es nicht gesagt. Der geht 106. Extras ist hier, glaube ich, nur ein Musikvideo drauf. Genau, ich glaube, das war's. Und Elizabeth Penner macht hier mit. Oder Elisabeth aus Rush Hour. Ich glaube, Teil 1 müsste sie mitspielen. DVD hier ist leider auch schon out of print. Findet man auch so gut wie gar nicht mehr. Nur noch die VHS oder die geschnittene Version. Gibt es auch eine 18er, die natürlich nicht empfehlenswert ist. Tut man die Finger von lassen. Nur die hier ist ungekürzt. Genau. Machen wir auch die DVD dann gleich mal auf. Hier haben wir dann die Disc. Die ist eigentlich genauso gestaltet wie das Cover. Wenn man mal schaut. Bis auf das unterste hier. Hier an der Seite noch so ein, das liebe ich an diesen Altauflagen immer, schönes Booklet. Beziehungsweise ist es eigentlich kein richtiges Booklet, sondern so ein Aufklappblatt. Hier hat man Dee Snider Charakter, der heißt Captain Howdy. Ist dann von innen aus. Fallblatt hier. Man's? War schick gestaltet. Disc Artwork ist auch cool. Ja, ist wie gesagt ein sehr guter Film, finde ich. Noch gar nicht über die Bilder gefahren. Mache ich das eben mal hier. Wie gesagt, zu empfehlen, wenn man rankommt, kann man den mal gerne mitnehmen. Strangeland. So, der nächste Film ist etwas umstrittener, weil er eigentlich nie gemocht wird. So, was ich da vor Kritiken gelesen habe, das ist Schrott sein soll. Mir hat er aber eigentlich ganz gut gefallen. Ist aber nicht das, was man erwartet hier. Es kommen nämlich zwei Schuber-Editionen. Slasher in the Woods, eine Unrated-Fassung, hier von Illusions veröffentlicht, im schicken Pappschuber. Das hier ist ein Slasher-Film, wie man ja auch im Namen erkennt. Aber es ist nicht so hart, wie es hier steht. Also die Effekte sind schon gut gemacht, aber hart jetzt nicht. Aber mir hat das Rücken ganz gut gefallen. Die Atmosphäre ist ganz cool. So eine Anlehnung auch an alte Slasher. Man merkt ein paar Referenzen zu Texas Chainsaw Massacre und Freitag der 13. Ist jetzt halt nur Standardware. Aber wenn man den mal günstig kriegt, kann man den mal mitnehmen. So schlecht war da eigentlich gar nicht. Nur ist es kein Splatterbrett, wie man es hier erwartet. Die Effekte sind, wie gesagt, trotzdem sehr gut gemacht, aber es sind nicht viele und wenn, dann sind sie auch nicht so drastisch. Aber ich finde, wie gesagt, es eine gute Atmosphäre hat. Viele mögen ihn auch nicht. Geschmackssache. Ist das Bein? Illusion bringt ja entweder Filme raus, die man nicht mag, oder die man mag, ist immer so ein zweischneidiges Schwert.
finde ganz okay. Hier ist das Ganze wieder ungeprüft. Das ist ein bisschen übertrieben. So brutal ist der Film nicht gewesen, aber wird wohl seinen Grund haben, die Freigabe. 76 Minuten übrigens. Bonus ist hier gar nichts drauf, außer ein Trailer, glaube ich. Weiter, der 13. trifft auf Hatchet. Das stimmt nicht. Also mit den beiden Filmreihen kann er nicht mithalten. Vor allem Hatchet nicht. Hatchet ist da deutlich blutiger als dieser Film. Irgendwie wird von einem Vater die Tochter umgefahren, glaube ich, von einem Betrunkenen. Seitdem ist er dann durchgeknallt und schlachtet sich in den Wäldern rum. So eine Legende, die Kids wollen mal wieder nicht hören. Das heißt, die Jugendlichen fahren dann trotzdem in den Wald und ja, passiert halt was, wie man es kennt. Trotzdem cool gemacht. Gute Effekte. Aber Standard halt, nichts Besonderes. Das sieht aber dafür so umso geiler aus, diese Edition hier. Gerade dieses Artwork. Das macht echt was her. Hinten die Rückseite hiervon. Die Disc ist genau gleich gestaltet. Hinter ist übrigens was. Zwar. Ups. Wie gesagt, es ist ein solider Slasher. Ich glaube, ich würde ihm 6,5 geben oder so von 7. Ist solide. Aber da ich ihn günstig bekommen habe, bleibt er in der Sammlung. So schlecht war er dann doch nicht. Ja. Slasher in the Woods. Die Unrated-Fassung natürlich nur angucken. Wenn dann. Ja, Slasher in the Woods. So, jetzt sind es noch ein paar. Diesen Film habe ich leider auch geschnitten erwischt. Aber ich habe gehört, das soll nicht so schlimm sein. Aus der Gruppe bei uns. Weil die Gewaltszenen anscheinend überhaupt nicht zum Film beitragen, weil der eh auf Atmosphäre ausgemacht aus ist und nicht auf Gewaltszenen. Und da es angeblich aus Deutsch nachsynchronisierte Szenen gibt, die in den Film nicht gut reinpassen. Also habe ich dann doch die gute Version erwischt, klar gekürzt, aber es ist jetzt nicht so schlimm, solange es in den Film passt. Die Rückkehr der reitenden Leichen hier in der 2-DVD-Box von Marketingfilm, glaube ich, ist der. Yep. Die FSK 18-Fassung ist gekürzt, die Spio ist ungekürzt, aber wie gesagt, das sind ja keine Splatterfilme hier, da ist er auf Atmosphäre aus. Deswegen habe ich mir sie auch gekauft. Also den Film gekauft, hier stehen auch die Legende reitenden Leichen. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Das ist ein Film? Teil der Reihe? Ich weiß es jetzt nicht genau. Also der Film geht hier 79 Minuten. Ungeschnitten geht er 87, wie ich nachgeschaut habe. Also es fehlt einiges, aber es kann auch sein, dass es Handlungsszenen sind, die unnötig sind. Auf jeden Fall sieht das hier aus. War noch OVP. Ach, der Schuber. Also, geht besser. Aber es ist ein typischer Marketingfilm. Das Cover ist aber cool. Hier ist Bein. Das sind zwei Disc Edition übrigens. Steht ja auch vorne drauf. Dann ist es auf. Aber hier steht nicht, was auf der zweiten Disc drauf ist. Nur das hier. Mit vielen Extras, ja. Aber was? Naja. Pass auf. Hier, die Bonus-Disc sind leider auch sehr schwer drin. Muss ich richtig anstrengen, die hier rauszubekommen. Auf jeden Fall, hier haben wir die Bonus-Disc. Und der Film. Bin ich mal gespannt, ob die Schnitte was ausmachen oder ob das unwichtig ist. Weil sonst behalte ich die Edition hier einfach, wenn es eh unnötige Szenen sind. Ich hole mir die Box irgendwann nach. Mit allen Teilen. Auf DVD von XT, aber mal schauen. Deswegen kann ich zu dem Film noch nichts sagen, den habe ich noch nicht gesehen. Mal schauen, was einen hier erwartet. Den reitenden Leichen. Wie gesagt, eigentlich eine schicke Edition, wenn man davon jeden Teil hat. Die dann nebeneinander am Regal. Sieht schon cool aus. Ja. Rückkehr der reitenden Leichen. Der kürzesten Fassung.
So, zum nächsten Film. Auch gekauft. Für 1, 2 Euro. Deswegen ist diese Edition hier auch sehr verramscht. Aber es ist nicht schlimm, weil die Edition eh abgegradet wird. Zwar ist es ein Film vom. Ist es ein Film vom guten Olaf Ittenbach. Primutos, der gefallene Engel. Hier in der Olaf Ittenbach Collection. Aber wie man sieht, hier ist es sehr zerramscht, also sehr zerkratzt, das gute Stück hier. Das ist ein Metal Pack, glaube ich, kein Steelbook. Hier auch so ein. Wahrscheinlich ein Preis drauf gewesen. Naja. Wie gesagt, wird ausgetauscht. Diese Edition mag ich eh nicht so gern, weil hier. Das Cover ist sehr stumpf, dieses silberne einfach. Dann haben wir hier den Spine. Und die Rückseite ist mal richtig langweilig. Also hier ist keine Bilder, gar nichts. Einfach hier nur Uncut-Version. Keine Vermietung und Verkauf an Kinder und Jugendliche. 2002. Dann haben wir 106 Minuten. Es gibt immer noch eine lange Fassung im Mediabook. Mit mehr Gewalt drin. Als hier, ich glaube auch mehr Handlung. Making of hier dann. Olaf Ittenbach Special, der. Was, die frühen Jahre und Booklet. Und hier haben wir dann die Story. Diese Editionen sind sehr stumpf. Abgegradet, wie gesagt. Da machen wir es auf. Hier, wie gesagt, Metal Pack. Ich meine, wenn man das schon aufmacht, sieht das anhört wie Klappe. Hier nochmal. Naja. Gut. Hier haben wir die DVD. Ich glaube, die ist auch in einigen Editionen drin. Das Label heißt, glaube ich, Uncut Media. Irgendwie sowas habe ich gelesen. Ja, ist sogar geprägt anscheinend. Zustand ist okay. Da wird diesen Preis kann man auch nicht meckern. Egal wie zerramscht, das ist, so kann ich den Film mal sehen. Ich habe ihn noch nie geguckt. Das erste Mal jetzt werden. Fällt nicht um die Edition. So, dann haben wir noch ein schickes Booklet dabei. The Early Classics. Olaf Ittenbach. Jedoch mit Langhaaren. Hinten ist schwarz. Was haben wir denn hier? Aller Anfang ist schwer. Black Pass war sein erster. Genau. Komme ich immer durcheinander mit. Der Weg ist der Erfolg. Wie hier noch weitere Infos. Hier haben wir ihn nochmal. River Plate, oh Mann. Gar nicht gut sein. Ja, also echt schickes kleines Booklet. Wie gesagt, hier dann. Primutos ist wie gesagt stumpf. Die Edition sehr schlicht, aber ja. Film bin ich mal gespannt. Ja. Primutos, der gefallene Engel vom guten Hindenbach. Natürlich ein No-Brainer-Splatter-Film wahrscheinlich. Amateur. Aber bei ihm sehe ich das gerne. Primutos. So, drei Filme noch. Ein Film fehlt hier jetzt auch, den ich vorbestellt hatte. Der jetzt auch erschienen ist, welchen werde ich noch nicht sagen. Ich werde davon aber ein Unboxing drehen, beziehungsweise eine Vorstellung, weil ich dann wahrscheinlich dann schon ausgepackt haben werde. Deswegen wird es dann nur eine Mediabook-Vorstellung, aber so viel dazu. Jetzt kommen wir noch zu zwei Red Editions und eine Altauflage von einem Klassiker. Das hier sind aber eigentlich auch Klassiker, und zwar fangen wir an mit The Dentist in der Red Edition. Lange gesucht, jetzt habe ich ihn günstig gefunden. Hier von Laser Paradise. Den verrückten Zahnarzt, der in jedem Menschen Schmutz sieht, schmutzige Zähne und den dann gewaltsam die Zähne zieht. Oh, das ist schon fies, weil wenn da ein Zahn reingebohrt wird oder ins Zahnfleisch. Bah, naja. Der hat einen verrückten Zahnarzt, der denkt, dass seine Frau ihn betrügt. Macht dann so einige unüberlegte und verrückte Sachen hier. Davon gibt es auch noch einen zweiten Teil, der aber sehr selten geworden ist.
Auf DVD als Amari gibt es den ersten hier nur als Red Edition, sonst im Mediabook, das ich aber jetzt nicht brauche, deswegen habe ich mir diese Version hier geholt. Die reicht auch voll und ganz, Bild ist gut. Hier, wie Laser Paradise typisch, beziehungsweise Red Edition typisch hier. Die Kapitel, der ganze Film ist ab 18 freigegeben, was aber nicht stimmt, der ist ungeprüft. Dann haben wir hier 90 Minuten. Wie gesagt, die Effekte sind super gemacht. Ich finde, der Art spielt das super, seine Rolle hier. Schöner B-Movie, definitiv. Dreckig, fies. Mir hat er echt gut gefallen. Ist aus den 90ern, das wusste ich auch nicht. Dachte eher, das ist ein 80er-Film, der. Aber nein, er ist aus den 90ern. Also, ich fand den super und kann ihn nur empfehlen. Hier die Red Edition, wie gesagt. Schauen wir rein. Wie gesagt, Red Edition, nichts Besonderes. Hier haben wir die Disc. Das stelle ich auch irgendwo meine Red Editions vor. Mal schauen. Ja, soviel dazu. The Dentist. Schöner Film. Hat mir gefallen. Ja, The Dentist. Jetzt kommen wir zu den letzten beiden Filmen. Der nächste ist auch ein Klassiker von Michael Soavis. Oder Michele Soavis. Viele wissen jetzt vielleicht, was kommt. Aquarius Stage Fright. Erleben Sie Michele Soavis Erstlingswerk erstmals in der komplett ungeschnittenen, weltweit längsten Fassung. Mit einem Eulenkiller. Schon länger ein Auge drauf geworfen. Jetzt endlich auch günstig bekommen. Die Red Edition gibt es, glaube ich, auch sonst nur im Mediabook. Worauf ich verzichten kann. Deswegen diese DVD. So, hier das Ganze geht 87 Minuten. Den habe ich noch nicht gesehen. Dazu kann ich gar nichts sagen. Ich bin aber mal gespannt. Hier haben wir die Kapitel, dann haben wir hier ungeprüft das Ganze hier von Laser Paradise. Wie sieht's hier aus? Bin mal sehr gespannt drauf. Ich habe bisher jetzt nur Gutes hier rüber gehört. Vielen gefällt er auch nicht, aber die meisten sind dem Film eher positiv gestimmt. So, schauen wir auch mal rein. Hier war die Disc jetzt nicht in so einem guten Zustand, aber ich habe nachgetestet. So sieht's hier aus. Funktioniert einwandfrei. Meinem Player keine Probleme. Ja. Ich bin dann mal definitiv gespannt, was mich in dem Film so erwartet. 1999 sehe ich hier gerade. Ja. Ja, Stage Fright, Aquarius Stage Fright. Mal schauen, was mich hier erwartet. So, jetzt zum letzten Film. Soll so ähnlich sein wie Dawn of the Dead, beziehungsweise viel davon geklaut haben. Ich brauche den aber für meine Sammlung, definitiv. Ich sammle ja diese ganzen alten Filme und da gehört der auf jeden Fall auch rein. Das ist Die Hölle der lebenden Toten. Ein Film von Bruno Mattei. Jeder Albtraum hat einen Anfang, dieser hat kein Ende. Steht da oben. Ein Inferno grausamer menschenverachtender, was? Menschenverunstaltungen, genau. Das Cover ist schon mal sehr cool. Sehr schön, schön oldschool gehalten, hier gezeichnet. Diesen Typen hier, mit den Flammenwerfern. Schon witzig aus. Ist das Bein? Die Rückseite. Diese Version ist auch definitiv ungeschnitten. Extra im Vorfeld informiert. Bei die reitenden Leichen hatte ich jetzt gerade das Handy leider gar nicht zur Hand. Konnte ich nicht nachschauen. Aber ja, es ist wohl so. Hier, nur für den Verkauf in Österreich bestimmt. Neben Toten ein gleichermaßen beklemmender wie grausamer Horrorschocker. Nur für extrem starke Nerven. Hier haben wir noch ein paar Special Features. Trailer Show und so ein Kram. Ja. Screenshots hier. Ja. Schauen wir rein. Ah, das Disc-Design ist interessant gestaltet. Born. Ich finde, das ist okay.
Hier haben wir dann das Booklet drin. Der Film heißt auch Virus. Ich glaube, da ist er besser unterbekannt. Schauen wir auch kurz rein. Ich hoffe, man kann alles erkennen. Emanuel hat der gedreht. Okay. Das ist nicht so mein Ding, Emanuel. Ja, ist eigentlich ein schickes Booklet. Fast wie ein kleines Mediabook-Booklet. Also das ist eine nette Dreingabe hier in dieser alten Edition. Ja. Die Hölle der lebenden Toten. Auch noch nicht gesehen, deswegen kann ich ja auch noch nichts zu sagen. Aber ich bin gespannt. Ja, die Hölle der lebenden Toten. Und das wäre es für das Update auch schon wieder gewesen. Ich baue die Sachen jetzt hier nochmal auf und dann war es das auch schon wieder. Da kommt, wie gesagt, die Tage wahrscheinlich ein Vorstellungsvideo von einer neuen Edition, die ich vorbestellt habe. Kommt die Tage dann aber erst, wenn er bis dahin angekommen ist. So, lege ich hier nochmal alle Sachen hin. Bei den letzten. So, und das war jetzt das kleine, aber feine Update für dieses Video, so dass man es erkennt, blendet es nicht so sehr durch das Blitzlicht. Ja, bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.